Der Klimawandel als Problem, auch als öffentliches Problem, ist also wirklich ein alter Hut. Nur mit den Lösungen geht es einfach zu langsam voran. Laut Weltklimarat müssen wir bis zum Jahr 2100 mit globalen Temperaturanstiegen von 1,6 bis 4,7 Grad Celsius rechnen. Im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Und bei solchen Prognosen frage ich mich doch, ist der Drops nicht schon gelutscht? Haben wir den Klimakampf nicht schon längst verloren? Oder geht noch was? Die Klimakrise wird in der Politik immer noch so behandelt, als könnte man sie noch verhindern. Das ist doch Quatsch. Ja und nein. Also es gibt ja zwei Arten von Trägheit. Ja, auf der einen Seite gibt es ja die physikalische Trägheit, das heißt also, das Klima reagiert langsam, der Bremsweg ist lang, wenn wir auf die Bremse treten, ne, wie beim Auto. Ne, wenn wir erstmal die Vollgeschwindigkeit erreicht haben, die Höchstgeschwindigkeit, dann auf die Bremse treten, kann ja jeder ausrechnen. Haben wir in der Fahrschule gelernt, wie man das ausrechnet, ne, wie lang dann der Bremsweg ist. Das ist die eine Art der Trägheit. Und die andere ist einfach die gesellschaftliche Trägheit, die sozioökonomische Trägheit, wie wir sagen. Und wenn wir beide jetzt mal ein Gedankenexperiment machen und annehmen, dass ab jetzt, wo wir beide hier zusammensitzen, wir keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Das heißt also weltweit. Ab morgen null. Ab morgen null. So ist es. Ne? Was würde dann passieren mit dem Klima? Dann hätten wir tatsächlich die große Möglichkeit noch, die Erderwärmung, die steht heute bei ungefähr 1,1 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit, noch unter 1,5 Grad zu halten. Und das würde wirklich dann so sein. Das würde gehen. Sie würde zwar noch ein bisschen steigen, aber es würde gehen. Denn wir müssen dazu vielleicht einschieben, die Treibhausgase, die wir emittieren, die verschwinden ja nicht morgen, wenn wir morgen aufhören, neue in die Atmosphäre zu stoßen, sondern die bleiben da teilweise über 100 Jahre lang und führen diesen Effekt fort. Die bleiben da. Aber in dem Moment, wo wir keine Treibhausgase mehr ausstoßen, würden jetzt die natürlichen Senken schon Treibhausgase rausnehmen. Also die Meere, die Moore, Wälder, ja, genau, Wälder, Vegetation und so weiter. Ja, das heißt, allmählich wird dann der Gehalt von CO2 runtergehen. Ja, und deswegen würde man tatsächlich unter den 1,5 Grad bleiben. Ist natürlich völlig hypothetisch jetzt zu sagen, okay, ab morgen kommen keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre. Und jetzt hängt es von uns ab. Aber jetzt habe ich dich als pragmatischen Menschen kennengelernt, der eben auch über den wissenschaftlichen anguckt. Du weißt doch genau, dass das absolut unmöglich natürlich ist. Und deshalb sind doch die 1,5 Grad eine reine Quatschidee, oder? Nee, keine Quatschidee würde ich nicht sagen, sondern es ist möglich. Es gibt ja genügend Studien jetzt von den Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftlern, von den sachverständigen Räten der Bundesregierung, die ja solche Szenarien rechnen und die eben mal gerechnet haben, können wir dann wirklich noch die 1,5 Grad sozusagen halten, beziehungsweise nicht überschreiten. Und es geht. Ne? Und ich glaube, wir haben einfach... Ich insistiere dann mal. Ja, du hältst das wirklich für plausibel. Ich halte es für plausibel. Am Ende des Tages hängt es davon ab, ob wir tatsächlich diejenigen, die es verhindern wollen, diejenigen, die, es geht ja um die fossilen Brennstoffe, um die Verbrennung der fossilen Brennstoffe, also um die Art der Energiegewinnung, ja, ob wir diejenigen, die davon profitieren, sozusagen davon überzeugen können, oder sie dazu bringen können, auch mit Druck, natürlich mit Druck, also zum Beispiel durch CO2-Bepreisung und solche Geschichten, auf ein neues Geschäftsmodell umzusteigen. Ja? Und ich will nur ein paar Beispiele nennen, dass das unheimlich schnell gehen kann. Ja? Nehmen wir die Deutsche Wiedervereinigung, nur mal als Beispiel, die jetzt nicht für die Wissenschaft steht. Aber es gab einen gesellschaftlichen Wandel von einer Diktatur hin zu einer Demokratie innerhalb ganz kurzer Zeit. Ja, weil die Menschen es wollten. Das ist der Schlüssel, auf den ich eigentlich hinaus wollte. Das haben ja nicht die Politiker gemacht, sondern erstmal haben die Menschen eine friedliche Revolution gemacht. Ja, innerhalb kürzester Zeit, ich war 85 noch, wenn ich mich richtig erinnere, an der Humboldt-Uni in Ostberlin, damals Ostberlin, also vor der Wiedervereinigung. Und ich hätte mir nie träumen lassen, ja, ich musste ja durch die Mauer und diese ganzen Kontrollen und so weiter, ich hätte mir nie träumen lassen, dass ein paar Jahre später die Mauer weg ist. Ja. Also ich glaube, wir können tatsächlich Berge versetzen. Zweites Beispiel, Atomausstieg. Ja. Natürlich hat Fukushima dazu beigetragen, dass wir in Deutschland ausgestiegen sind. Aber hätte man vor Fukushima gesagt, wir stellen jetzt mal ein paar Atomkraftwerke einfach mal ab, von heute auf morgen, dann hätte die Energiewirtschaft gesagt, ja, mach das und dann gehen morgen die Lichter aus.
Es passiert gar nichts. Wir haben es ja tatsächlich gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, ob 6 oder 8 waren. Wir haben tatsächlich von einem Tag zum anderen also ein paar Atomkraftwerke abgeschaltet. Und jetzt haben wir nur noch 6 und ich glaube, nächstes Jahr werden die auch abgeschaltet. Genau, und nächstes Jahr 2022 ist Ende. Ja? Auch das zeigt, dass Dinge extrem schnell möglich sind. Erneuerbare Energien, das dritte Beispiel, das ich bringen möchte. Ja, vor 20 Jahren wären wir ausgelacht worden, hätte man gesagt, jetzt heute im Jahr 2021 haben wir schon 50% Erneuerbare beim Strom. Ja, also es gibt ja noch mehr Energie, aber beim Strom, man wäre ausgelacht worden. Ja, niemand hätte das für möglich gehalten. Was ich sagen will ist, wenn wir es wollen, wenn wir anfangen und radikal sind, radikal im Denken, ja, dann können die Dinge auch passieren und dann werden sie passieren. Und darum geht's. Wir müssen tatsächlich versuchen, den Druck auch von unten zu schaffen, denn Politik ist einfach gewohnt, Kompromisse zu schließen, zu verhandeln. Das Problem ist, mit Natur kann man nicht verhandeln. Ja, und wenn es einen Beweis gäbe, ist es das Virus, mit dem wir uns gerade rumschlagen. Ja, Corona. Ja, man kann mit dem Virus nicht verhandeln. Gibst du ihm die Möglichkeit, breitet es sich aus. Gibst du immer mehr Treibhausgase in die Atmosphäre, erwärmt sich der Planet immer weiter. Da kannst du nichts machen. Keine Übergangsfristen, keine Verhandlungs-, keine... Zero. Ich halte sehr viele Vorträge, jetzt natürlich vor allen Dingen online. Und dann kommt ja immer diese Frage, ja, was bringt es denn, wenn wir Deutschen etwas genau, tun? Genau, es ist die Standardfrage. Ist die Standardfrage. Wir haben doch nur 2% des weltweiten Ausstoßes zu verantworten. China fast 30%. Ne? Bringt überhaupt nichts, wenn wir was machen. Ne? Dann halte ich den 2 Dinge entgegen. Erstens, man sollte mal auf den Pro-Kopf-Ausstoß gucken. Ne? Wir als Deutsche haben einen Pro-Kopf-Ausstoß von ungefähr 9 Tonnen. Also jeder von uns im statistischen Mittel entlässt 9 Tonnen CO2 pro Jahr. Gehen wir mal nach Indien. 1,9. Ja, was für ein Wahnsinn. Dort leben über 1 Milliarde Menschen. Stellen wir uns mal vor, die gehen jetzt alle auf 9, so wie wir. Ne? Ich meine, da können wir jedes... Dann können wir einpacken. Können wir 1,5 Grad knicken, können wir 2 Grad knicken, können wir wahrscheinlich sogar 3 Grad knicken. Ne? Das zeigt schon, wie wichtig es ist, dass wir etwas tun. Wichtig ist eben auch, dass wir die Technologie entwickeln. Und da würde ich gerne noch mal einen kleinen Nebensatz einfügen. Deutschland hat ja ein unglaubliches Verdienst. Deutschland hat die erneuerbaren Energien bezahlbar gemacht. Ja, das wird vielleicht retrospektiv, wenn wir beide vielleicht noch so im Jahr 2050 leben, ich wahrscheinlich nicht mehr, aber man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. Retrospektiv würde man vielleicht sagen, Deutschland hat letzten Endes mit der Entwicklung der erneuerbaren Energien es möglich gemacht, dass wir überhaupt die Wende geschafft haben. Ja? Ich finde deinen Indien-Vergleich deshalb so interessant. Im Grunde ist ja diese Klimadebatte und wir produzieren in absoluten Zahlen ja nur 2% von der Welt und so. Das ist ja ein bisschen, ich würde fast sagen, kolonial gedacht. Denn es ist doch so, dass die kinderreiche Familie in Nigeria mit 10 Kindern insgesamt trotzdem viel weniger konsumiert, viel weniger Umwelt zerstört und viel weniger zum Klimawandel beiträgt als die Wohlstandsfamilie, sagen wir mal in Freiburg im Breisgau mit einem Kind. Also ist das hier nicht eine Frage von Bevölkerungszahl und Kinderzahl so direkt, sondern tatsächlich von individuellem Verhalten. Ja, es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Ja, es geht hier um eine globale Gerechtigkeit. Und es gibt noch einen zweiten Punkt in diesem Zusammenhang, der wichtig ist, der eigentlich auch nicht so bekannt ist. Das ist die historische Verantwortung. Du hast ja selbst vorhin gesagt, CO2 lebt über 100 Jahre in der Atmosphäre. Ja, deswegen kann es sich ja auch verteilen um den Erdball. Und deswegen ist es auch völlig egal, wo es emittiert wird. Es ist letzten Endes für alle dann wirksam, überall auf der Erde. Weil es so lange lebt, ist natürlich das, was unsere Eltern und unsere Großeltern in die Atmosphäre geblasen haben, immer noch da. Und auch was deren Eltern in die Luft geblasen haben, ist immer noch da oben. Wenn wir also fragen, wer hat dann das Zeug da oben reingebracht, das wir heute dort messen, ja, dann waren es eben nicht die Chinesen, obwohl die heute fast 30% des CO2s emittieren, sondern da waren es die Amerikaner, also die US-Amerikaner. Die haben alleine 1/4 des CO2s in die Luft geblasen, das wir heute dort messen. Dann kommen die Europäer, nochmal 1/4, ja. Dann kommen die Chinesen so mit ungefähr 13-14%. Also man kann die Chinesen nicht vorhalten, dass sie verantwortlich sind für das Klimaproblem und den Indern schon gar nicht. Ne? Und ich glaube, auch das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Und es ist doch völlig klar, dass die Industrienationen, die das Problem hervorgebracht haben, doch als erste jetzt etwas dazu unternehmen müssen, dieses Problem zu lösen und natürlich viel schneller ihren Ausstoß senken müssen als die jetzt aufstrebenden Länder.
Mucib sagt also, wir können es zumindest theoretisch noch schaffen. Da haben wir also einen Funken, zumindest einen kleinen Funken Hoffnung. Aber da gibt es noch ein Thema, über das wir reden müssen, und das könnte diesen Hoffnungsfunken auch ganz schnell wieder runterdimmen. Und das sind die sogenannten Kipppunkte, also Schwellenwerte, jenseits derer nichts mehr rückgängig gemacht werden kann. Dann könnte die Welt sehr schnell aus dem Gleichgewicht geraten, und es gibt tatsächlich einige solche Kipppunkte, etwa das schmelzende Eis. Das reflektiert bisher die Sonnenstrahlen wieder zurück ins All. Das nennt man Albedo-Effekt. Oder, anderer Punkt, die Verlangsamung des Golfstroms. Das hätte unter anderem Wetterextreme in Europa zur Folge. Und eines dieser Kippelemente, das beschäftigt mich persönlich ganz besonders, weil ich das schon mit eigenen Augen sehr intensiv beobachten musste, und zwar, das ist der Permafrostboden in Sibirien. Ich war ja vor nicht allzu langer Zeit da, und wenn man da zum Beispiel mit dem Helikopter über die Landschaft fliegt, dann sieht man eine Gegend, die aussieht wie nach einer riesigen militärischen Schlacht. Überall Löcher im Boden, also so Senken, die aussehen wie gewaltige Bombentrichter. Und mitten in dieser Landschaft stehen dann die Dörfer und Städte. Eine davon heißt Chersky. Die hatte früher mal so um die 12.000 Einwohner. Heute sind da nur noch 2.000 bis 3.000 Menschen zu Hause, weil die Häuser plötzlich einfach einstürzen, im Boden versinken, zusammenbrechen. Und der Boden, der taut eben auf. Und das könnte weitere Folgen, verstärkende Folgen für den menschengemachten Klimawandel haben. Der Permafrostboden schmilzt und dann tun sich plötzlich diese bombentrichterförmigen Löcher im Boden auf, weil das Wasser abfließt. Dann kollabiert der Boden und die Häuser stürzen plötzlich von einer Sekunde zur anderen ein. Ganze Fabriken, also riesige Areale dort werden unbewohnbar für Menschen, weil der Permafrostboden verschwindet. Und wir wissen beide, da drin stecken tiefgefrorene organische Materialien, die bei Sauerstoffkontakt wieder sozusagen in den biochemischen Prozess wieder mit eingreifen, und es entstehen gewaltige Methanmengen. Und dann nähern wir uns einem wissenschaftlichen Diskussionspunkt, und das finde ich ganz interessant. Du hast eine ziemlich differenzierte Meinung dazu. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, liebe Leute da draußen, Mucib lacht schon und nickt schon die ganze Zeit, weil er genau weiß, worauf ich hinaus will, und wahrscheinlich hat er die Erwiderung auch schon fertig. Diese berühmten Kipppunkte, da wird befürchtet, wissenschaftlich befürchtet, dass zum Beispiel die schmelzenden Permafrostböden so viel Methan freisetzen, dass wir diese Klimakatastrophe gar nicht mehr verhindern können. Wie siehst du das? Also das ist höchst umstritten in der Wissenschaft. Das gehört eben auch zur Wahrheit. A, ob es diese Kipppunkte wirklich gibt, und B, wenn es sie gibt, bei welcher Erwärmung würden sie eigentlich einsetzen? Ne? Du hast jetzt die Permafrostböden angesprochen. Natürlich sieht das fürchterlich aus, ja, wenn man sich Gebiete in der sibirischen Arktis ansieht oder auch in Alaska und so weiter. Aber das ist oberflächlich. Der Permafrost, der geht ja ziemlich tief rein. 1,5 Kilometer teilweise genau, tief genau. In Sibirien. Und deswegen muss man aufpassen, dass man sozusagen jetzt nicht aus dem, was oben passiert, ja, so, irgendwie diese ganze Bombe dann sozusagen lostritt. Ne? Also deswegen sehe ich das im Moment noch nicht so stark, dass tatsächlich wir da schon diesem Kipppunkt näher sind. Und es könnte deiner Meinung nach auch ein Gradient sein. Wir wissen das nur noch nicht. So genau. Ja, genau. Also ich glaube schon, dass man hier beim Permafrost tatsächlich noch nicht ganz dicht am Kipppunkt ist, wenn es ihn dann tatsächlich geben sollte, wenn wir nicht früher sozusagen schon auf die Bremse getreten haben und was weiß ich, tatsächlich bei unter 2 Grad, sagen wir mal, geblieben sind, was ja durchaus möglich ist. Aber kommen wir zurück zu den Kipppunkten selbst. Das Problem, das wir haben in der Wissenschaft, ist eben, dass man theoretische Konzepte ja sehr gut studieren kann und das Erdsystem aber extrem viel komplexer ist als dann relativ einfache Modelle, mit denen man so Kipppunkte und Systemverhalten und so weiter studieren kann. Ne? Aber das Erdsystem ist so komplex, dass es
dass ich es mir nicht anmaße, zu behaupten, ich verstünde es so gut, dass ich sagen könnte, A, es gibt Kipppunkte und B, diese Kipppunkte werden irgendwo bei 2, 3, wer weiß, oder 4 Grad liegen. Ne? Und wir wissen einfach aus dem Vergleich einfacher Modelle, auch wenn sie nicht linear sind, also wenn sie tatsächlich das imstande sind, diese Kipppunkte zu produzieren, dass sie im Allgemeinen sehr viel stabiler sind, ja, nicht, was jetzt die Erwärmung angeht, ne? Also die globale Erwärmung, die verläuft schon ziemlich rasant, ja, aber sozusagen, was die Auswirkungen angeht, ne? Weil einfach sehr viel mehr Prozesse in diesem komplexen System enthalten sind und diese Prozesse sind nicht alle verstärkend, sondern es gibt eben auch abschwächende Prozesse. Weil sich viele verschiedene Einflüsse überlagern, genau. Einige verstärken, andere schwächen ab, genau. Andere beeinflussen vielleicht gar nicht und das ist immer unterschiedlich. Und das ist eben so und deswegen ist einfach meine Erfahrung, dass die komplexen Modelle im Allgemeinen nicht so empfindlich reagieren, ja, als diese etwas vereinfachten Modelle. Ne? Die kann man natürlich schön studieren, zum Teil kann man sie auch mit Papier und Bleistift, ne, wie man so aus der Schule kennt, ne? Das kann man mit den komplexen Klimamodellen nicht, da braucht man diese Supercomputer, um die da durchzurechnen. Das dauert auch Monate, bis sie dann wirklich gerechnet haben. Ne? Deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtiger, aber ich meine, wir müssen ja gar nicht diese Katastrophenszenarien an die Wand malen, ne? Um darauf zurückzukommen, was du gesagt hast, du bist irgendwie kritischer als ich oder ich weiß nicht genau, wie... Skeptischer. Dass du kritisch bist, weiß ich, aber skeptischer. Genau. Ich finde, das, was wir jetzt in den letzten Jahrzehnten schon gemessen haben, was wir erlebt haben, ist schon dramatisch genug. Da muss ich gar keinen oben drauf setzen. Ja? Also was denn passiert? Die Erde hat sich massiv erwärmt. Ne? Wir erleben es auch in Deutschland. Wir hatten 2019 einen neuen Hitzerekord, Allzeitrekord mit Temperaturen von deutlich über 40 Grad in vielen Regionen von Deutschland. Ne? Ich glaube, wir erinnern uns alle noch, wie es gewesen ist, diese Hitzewellen, ja, die gab es vorher nicht. Wir treffen uns heute hier in Hamburg. In Hamburg gab es vor 1994 keine sogenannten markanten Hitzewellen. Das ist ein Begriff, den der Deutsche Wetterdienst geprägt hat. Ich will jetzt hier. Kann ich mich in meiner Kindheit auch nicht erinnern. Nee, genau. Und das gab es vor 1994 nicht. Ne? Das heißt, wir haben hier völlig neue Verhältnisse auf einmal. Ne? Und ich meine, wir leben ja nun mal in Corona. Deswegen müssen wir auf Corona eingehen. Ja, bei Spiegel Online, darf ich vielleicht sagen, oder auch klar, nicht, weiß klar. Ich nicht. Ja, gibt es jeden Tag eine Grafik, ne? Mit der sogenannten Übersterblichkeit. Das heißt also, wie viele Menschen sterben im Moment mehr, als im Durchschnitt der letzten Jahre gestorben sind. Und da sieht man die erste Corona-Welle, ja, sehr viel mehr Menschen gestorben als sonst. Zweite Corona-Welle, jetzt die dritte Corona-Welle, ne, die wir Gott sei Dank sehr schnell abgeschossen haben. Und dann sehen wir im Sommer 2020 so einen Buckel. Da war aber nichts mit Corona. Hitze. Hitzewelle. Ja, das heißt, also und das ist in anderen Ländern, Frankreich zum Beispiel, ist noch viel, viel extremer. Es sterben Tausende von Menschen bei solchen Hitzewellen. Und ich glaube, wenn wir das nur fortschreiben, ohne jetzt auf Kipppunkte zu gehen, ja, das bleibt doch jetzt nicht stehen bei diesen, ich weiß nicht, wo jetzt der Höchstwert in Deutschland ist, bei 40, oder 41, irgendwas. Wenn wir jetzt über 2, 3, 4 Grad sprechen, nochmal zusätzlich, ne, wo landen wir dann? Vielleicht bei 43, 44, 45. Und das will sich doch keiner mehr ausmalen. Okay, also wenn ich dich richtig verstehe, ist das so, wir rasen mit dem Auto sowieso auf eine Wand zu, wenn wir nicht bremsen. Genau. Und ob davor jetzt noch eine Rampe ist und wir auch noch abheben und gegen die Wand fliegen, das macht jetzt gar keinen Unterschied so mehr. So ist es, ne? Also ich fasse mal kurz zusammen. Mojib weiß um die Kipppunktdiskussion, er kennt natürlich die vielen sich selbst verstärkenden Systeme, die es im Klimawandel gibt, aber er sagt halt, mein Gott, das ist doch auch schon ohne diese Kipppunktdiskussion alles ernst genug. Kipppunkte hin oder her, wir müssen ja sowieso handeln, weil die Klimaprobleme eben immer größer werden. Zum Beispiel durch die Erwärmung der Ozeane. Wir können auch die tropischen Korallen nehmen, ja, die ab einer bestimmten Temperatur sterben werden. Wir sehen es heute schon, auch die tropischen Meere sind schon wärmer geworden. Zwar nicht so viel, wie im globalen Durchschnitt sich die Erde erwärmt, aber ein halbes Grad sind das auch. Und die tropischen Korallen sind dann gleichbleibend warme Temperaturen gewöhnt. Und wenn die Temperatur dort um mehr als ein Grad steigt, dann sterben die einfach. Kommt es zur gefürchteten Korallenbleiche. Und wir sind auf dem Weg dahin. Wir sehen es immer häufiger, selbst im Great Barrier Reef. Was man nicht nur wissenschaftlich prognostizieren kann, sondern das ist tatsächlich übrigens eine der Sachen, die in meinem Leben mit die erschütterndsten waren. Ich werde ja oft gefragt, was hat dich auf diesen vielen Reisen am meisten erschüttert? Ich war
Anfang der 90er Jahre zum ersten Mal tauchen am Great Barrier Reef und konnte danach nächtelang nicht schlafen, weil das so wunderschön war, diese Lebensvielfalt, diese Buntheit, unbeschreiblich. Das war, also für einen Taucher ein blöder Satz, aber es war tatsächlich atemberaubend schön. Genau, atemberaubend schön. Und ich war im Laufe der Jahrzehnte dann immer mal wieder da. Inzwischen sind ja schon 30% vom Great Barrier Reef tot. Jetzt muss man sagen, es ist nicht nur schade um die bunten Korallen, sondern das ist die Kinderstube für ganz, ganz viele Meereslebewesen, an denen am Ende ja auch eine Milliarde Menschen hängen, die Fisch und Meeresfrüchte als Proteinquelle brauchen. Korallenbänke sind gleichzeitig Küstenschutz gegen Stürme, die auch häufiger werden durch die Klimakrise. Also da sieht man wieder, dass eben alles mit allem zusammenhängt. Aber auch da sind wir doch wieder an dem Punkt, wenn die Korallenriffe irgendwann wegsterben, dann verstärkt es sich. Und da kannst du vielleicht nochmal erklären, es gibt ja nicht nur die Erwärmung als Problem, sondern es gibt ja auch noch die Versauerung. Genau. Das ist ja sozusagen die zweite Katastrophe. Ja, genau. Ich würde den Ball nochmal aufnehmen mit der Kinderstube. Die Korallen sind eine Kinderstube für viele Fische und so weiter. Und nur nochmal kurz daran erinnern, dass die Erwärmung, die globale Erwärmung, wenn sie ungebremst weiterläuft, tatsächlich ein Aussterbeereignis, ein Massenaussterbeereignis nach sich ziehen kann. Na, kein Mensch kann vorhersagen, wie viel das sein wird, aber es kann sein, dass 30% aller Arten weltweit infolge einer ungebremsten Klimaerwärmung tatsächlich von diesem Planeten verschwinden. Und da redest du als Klimaforscher jetzt nur über Klima, es gibt ja noch viele andere Faktoren, die auch noch auf Artensterben einwirken. Genau, es gibt noch viele andere Faktoren. Jetzt komme ich zur Versauerung. Die Meere sind unser Verbündeter, aber sie zahlen einen hohen Preis dafür. Warum sind sie unser Verbündeter? Weil sie einerseits über 90% der Wärme aufnehmen, die durch den Anstieg der Treibhausgase im Klimasystem zurückgehalten werden. Stellen wir uns mal vor, sie hätten es nicht getan, hätten wir eine unglaubliche Erwärmung schon an der Oberfläche. Aber das meiste geht erstmal in die Meere, wird weggepuffert. Und das führt natürlich zur Meereserwärmung. Und das darunter leiden die Ökosysteme, Beispiel Korallen. Das ist das eine. Das hilft uns. Das zweite, was uns hilft, die Meere nehmen nicht nur Wärme auf, sie nehmen auch CO2 auf. Ungefähr ein Viertel dessen, was wir global in die Atmosphäre entlassen, nehmen die Weltmeere auf. Was für ein Wahnsinn. Und wir haben ja alle in der Schule gelernt, zumindest wenn wir aufgepasst haben, was das heißt. Und Strafarbeiten machen mussten, genau, so wie du früher. So ist es. Ne? H2O, also Wasser und CO2, Kohlendioxid, gibt H2CO3, also eine Säure. Ne? Genau, das, und was sie an unseren Wasserflaschen sprudelt, Kohlensäure. Genau, das ist es. Und wir können es auch messen, die Meere werden immer saurer. Und das ist nochmal ein zweiter Sargnagel für die marinen Ökosysteme. Und auch hier sind die Korallen wieder besonders gefährdet, weil die aus Kalk ja bestehen. Ne? Und wir haben gelernt, wenn wir ein bisschen aufgepasst haben, genau. Saure, also Säure. In der Küche, ne? Kalkflecken machen wir mit Essig weg, genau. Essig ist sauer. Ne? Ja genau, sauer und löst Kalk. Also so alles, was mit Kalkschalen arbeitet, die Meerestiere, die Krustentiere, Muscheln, Schnecken, Korallen, löst sich im Prinzip auf. Genau, so ist es. Ne? Im Extremfall noch ist es zum Glück nicht so weit, aber nochmal, wenn wir so weitermachen wie bisher, wenn wir alles verfeuern, was wir noch so in der Erde finden, an Kohle, Öl und Gas und so weiter, dann würden wir in Bereiche vorstoßen, die es seit, ich weiß nicht wie viel, zig Millionen Jahren nicht mehr gegeben hat. Und das wäre also eine Riesenkatastrophe für die Weltmeere und damit auch für uns, weil die Weltmeere sind eine der fundamentalen Stützen der Welternährung. Und es ist gar nicht auszudenken, ja, wenn die Meere wirklich, in diesem Fall würde ich tatsächlich das Wort kippen bezeichnen. Endlich. Ja. Endlich haben wir da einen Konsens. Irgendwas kann dann am Ende doch noch kippen. Meere, das ist ja nun auch wirklich dein Spezialgebiet. Und auch durch deine eigene Biografie, du wohnst ja an der Küste, also du erforschst das nicht nur, du fühlst das auch, das Meer. Aber wir müssen uns zumindest mit der Möglichkeit auseinandersetzen, dass die Meere unter bestimmten Bedingungen auch innerhalb eines Jahrhunderts um mehrere Meter steigen könnten. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, okay, wir sind Norddeutsche in einer norddeutschen Tiefebene, das ist das eine, aber denken wir an Länder wie Indien, Bangladesch, auch China, wo hunderte Millionen Menschen in Gegenden leben, die vielleicht nur 1 oder 2 Meter über dem Meeresspiegel sind. Genau. Jetzt stellen wir uns mal eine Welt vor, wo innerhalb von Jahrzehnten das Meer um 3 Meter steigt. Wahnsinn. Also die Auswirkungen würden ja weit über das Klima hinausgehen. Ja, also wenn die Menschen ihre Heimat verlieren, dann sprechen wir sofort über Migration. Und wir reden über Migration, die nichts mit dem zu tun hat, was wir jetzt in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten kennengelernt haben, sondern komplett unvorstellbar andere Dimensionen. Ja, wir reden über Sicherheitsfragen, globale Sicherheit. Das hängt natürlich auch damit irgendwo zusammen. Und es kommt doch nicht von ungefähr, dass sich die
Militärs dieser Welt, insbesondere auch das amerikanische Verteidigungsministerium, das Pentagon, sich schon lange Jahre tatsächlich auch mit dieser Klimaproblematik beschäftigen. Weil das wird natürlich unsere Welt komplett verändern und natürlich auch völlig neue Sicherheitsfragen aufwerfen. Ich will noch mal einen anderen Aspekt einbringen. Der hat auch mit dem Eis zu tun, und zwar jetzt nicht mit den polaren Eismassen, sondern mit den Eismassen im Himalaya. Ich meine, das sind ja die Eismassen, die letzten Endes über die großen Flüsse Indien und Pakistan eben mit Wasser versorgen. Ja? Und stellen wir uns mal vor, die geht immer weiter zurück, diese Gletscher, und irgendwann führen diese riesigen Flüsse wie Ganges und so weiter nicht mehr diese Wassermassen, an die die Menschen gewöhnt sind. Ne? Verrückt, ja. Verrückt. Und dann stellen wir uns mal vor, was passiert denn, wenn auf einmal zwei Atommächte sich gegenüberstehen, ja, und jetzt beginnt Indien der Kampf. Pakistan, ja, die sich ja genau, sowieso, sagen wir es mal freundlich, die nicht die allerbesten Beziehungen genau, zueinander pflegen. Genau, ne, und einfach um das nochmal deutlich zu machen, dass wir hier auch wirklich über Sicherheitsfragen sprechen. Ne? Also, über Flüchtlingskrisen, Sicherheitsfragen, ja, möglicherweise dann Verteilungskriege, weil es um Wasser, fruchtbare Böden und überhaupt auch dann tatsächlich besiedlungsfähige Flächen ja, geht. Und auch die Weltökonomie. Natürlich, die Weltwirtschaft wird leiden. Ich meine, die leidet doch heute schon. Und das merken doch auch immer mehr Menschen, die an verantwortlicher Stelle in der Wirtschaft arbeiten. Ich meine, wir haben jetzt durch Corona sehr viel vergessen, was kurz vor Corona passiert ist. Aber wir haben ja jedes Jahr ein Weltwirtschaftsforum in Davos. Und da war, also im Januar 2020 stand das Thema Klima ganz oben auf der Agenda. Das heißt also, das Wirtschaftsforum von Davos war ein Klimagipfel in gewisser Art und Weise, weil eben heute schon die wirtschaftlichen Schäden durch das, was wir schon an Klimaänderungen haben, immens sind. Ja? Also wir müssen gar nicht weit weggehen, wir können es auch an Deutschland festmachen. Wer zahlt denn für die Landwirtschaft? Ja? Wer zahlt für die Forstwirtschaft? Wer zahlt dafür, dass bei uns... Für das Waldsterben, für die Ernteausfälle, für den Klimadeich, den wir in Norddeutschland schon haben. Den wollte ich gerade ansprechen. Wo kommt das Geld? Ja, erzähl mal von dem Klimadeich. Ja, der Klimadeich. 130 Meter breit und bis zu 9 Meter hoch. Also diese Klimadeiche in Norddeutschland, da komme ich ja her, ich habe die selber schon gesehen, die sollen Menschen vor dem steigenden Meeresspiegel schützen. Und das sind wirklich ganz massive Arbeiten, die da gerade stattfinden. Und die kosten unglaublich viel Geld. Viele, viele, viele Millionen Euro. Aber wir brauchen solche Megadeiche, um irgendwie mit dem steigenden Meeresspiegel klarzukommen. Also wir nähern uns dem halben Meter schon. Ja, wir nähern uns schon dem halben Meter. Nicht überall weltweit, ist regional unterschiedlich. Aber trotzdem, deswegen ist ein Meter überhaupt keine Fiktion bis zum Ende des Jahrhunderts. Wie gesagt, es können auch zwei Meter sein. Aber all das kostet heute uns schon ganz, ganz viel Geld. Und dieses Geld fällt ja nicht vom Himmel. Das zahlen wir alle selbst mit unseren Steuergeldern. Und deswegen finde ich immer diese Debatte so völlig bescheuert, dass man immer sagt, ja, was kostet uns Klimaschutz? Ne? Ja, das ist die dümmste Frage der Welt, genau, oder? Können wir uns darauf einigen? Ja, können wir uns darauf einigen. Die eigentliche Frage ist doch, was kostet es uns, wenn wir nichts tun? Genau, ne? Und das ist teurer, darauf können wir uns sicherlich auch einigen. Darauf können wir uns auch einigen. Aber wenn wir dann über das Geld reden und die Maßnahmen und wir sagen, okay, wir können die Klimakrise vielleicht, wenn es gut läuft, du bist da optimistischer als ich, aber vielleicht, wenn es gut läuft, zumindest noch eindämmen, nicht ganz verhindern, aber eindämmen. Müssen wir uns nicht viel mehr mit der Frage beschäftigen, wie wir in der Klimakrise leben? Ist das nicht jetzt eigentlich die wichtigere Frage? Also müssen wir jetzt ganz viele Klimadeiche bauen? Müssen wir Kiel und Hamburg zu Stelzenstädten umbauen? Brauchen wir schwimmende Städte? Also ist das aus der Perspektive des Wissenschaftlers nicht die eigentliche große Zukunftsfrage, wie wir in der Krise leben? Ja, wir müssen beides tun. Also ist ja klar, dass wir jetzt nicht von heute auf morgen, wie wir es in unserem Gedankenexperiment angedacht haben, den Ausstoß von Treibhausgasen auf Null bringen können. Das heißt, wir werden natürlich eine weitere Erwärmung haben, wir werden weitere Klimafolgen haben und deswegen müssen wir uns auf jeden Fall über Anpassungen Gedanken machen und natürlich uns auch vorbereiten für den Fall, dass wir es nicht schaffen. Das heißt also für extreme Szenarien, das ist völlig klar. Aber was mir in diesem Zusammenhang wichtig wäre, ist, dass wir eben auch an die Menschen denken, an die Länder denken,
die eben nicht das technologische Know-how haben und die auch nicht die finanziellen Mittel haben, sich anzupassen. Ne? Und denen müssten wir eben helfen. Das ist eigentlich auch in den internationalen Verhandlungen so angelegt, dass es so einen Fonds gibt, aus dem dann Schutzmaßnahmen, Anpassungsmaßnahmen für die ärmeren Länder dann auch tatsächlich finanziert werden können und dann einen zweiten Fonds für deren nachhaltige Entwicklung. Denn wenn wir uns mal angucken, wo steigt der CO2-Ausstoß besonders schnell, ja, dann ist es eben in den jetzt aufstrebenden Ländern wie Indien, China und so weiter. Weil die ein Wohlstandsniveau anstreben, genau, das unserem ähnelt. So und deshalb können wir auch das nicht verurteilen, ja, weil wir leben ja schon so, wie die gerne leben möchten. Genau, wir können es nicht verurteilen. Das Einzige, was wir machen können, und ich finde, das ist auch eine Frage der Gerechtigkeit und eigentlich auch eine Frage des gesunden Menschenverstands, weil wir leben ja letzten Endes alle im selben Boot, ist, dass wir sie darin unterstützen, technologisch und natürlich auch finanziell. Ich meine, das darf kein Tabuthema sein. Also, auch wenn das Thema Kipppunkte durchaus streitbar ist in der Wissenschaft, einfach weil es schwierig ist, vorherzusagen, wie komplexe Natursysteme genau reagieren, wenn man an ihnen rumfuscht, was wir klar wissen, mit welchen Konsequenzen wir rechnen können, sogar müssen. Und das, wie gesagt, wissen wir schon seit vielen Jahren. Und trotzdem hat sich ganz, ganz lange überhaupt nichts getan. Jetzt jedoch, also ist nicht nur mein Eindruck, kann man auch wirklich anhand von Tatsachen belegen, jetzt kommt auf einmal Bewegung in die Sache. Und wir beginnen mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das schon jetzt bahnbrechend und historisch genannt wird. Das Klimaschutzgesetz aus dem Jahr 2019 ist zum Teil verfassungswidrig, weil es die natürlichen Lebensgrundlagen künftiger Generationen nicht gut genug schützt. Das Bundesverfassungsgericht hat Ende April ein historisches Urteil gefällt. Das bisherige Klimaschutzgesetz, das geht gar nicht weit genug, um das Leben der nächsten Generation zu schützen. Deshalb, bis 2022 muss jetzt politisch nachgebessert werden. Und es gibt ja auch schon wieder ein neues Klimaschutzgesetz. Und dieses Urteil, das ist auch nicht das einzige, das in diese Richtung geht. Am 26. Mai entschied das Bezirksgericht in Den Haag, dass der niederländische Ölkonzern Shell Verantwortung für den Klimawandel übernehmen muss. Und in Peru klagt der Bauer Saul Luciano Liluya gemeinsam mit der Organisation Germanwatch gegen den RWE-Konzern, den größten CO2-Emittenten in Deutschland. Denn in der Heimat des Bergbauern schmilzt ein Gletscher aufgrund des Klimawandels und jetzt drohen Überflutungen und deshalb ist er als Bauer davon direkt betroffen. Und die Verantwortung dafür sieht er bei Unternehmen wie eben RWE. Das Landgericht Essen hatte die Ansprüche des peruanischen Bauern erstmal verworfen, aber jetzt das Oberlandesgericht Hamm sieht die Sache anders. Im November 2017 entschied sein 5. Zivilsenat, in die Beweisaufnahme einzusteigen. Und für Saul Luciano Liluya ist schon das ein ganz wichtiger Schritt. Das bedeutet sehr viel für mich. Die Menschen hier leben von den Bergen, dem Wasser und der Landwirtschaft. Deshalb ist es sehr wichtig für mich, dass der Prozess weitergeht. Der Prozess wird erstmal 1 bis 2 Jahre dauern. Jetzt sieht es so aus, als würden wir gewinnen, was gut ist. Gleichzeitig geht hier die Gletscherschmelze und der Klimawandel weiter. Kurzfristig kann ich daran auch mit der Klage nichts ändern. Und Mojib, der hat an dieser Klage auch mitgearbeitet. Er hat nämlich Hintergrundinformationen geliefert und beurteilt, welchen Anteil RWE am Klimawandel hat. Ist jetzt, wir klagen, wir gehen in die Gerichte, ist das Recht der Hebel, mit dem wir das Klima besser schützen können als mit Politik? Ob es der Hebel ist, mit dem wir es besser schützen können, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist dieser Hebel überfällig. Denn es ist in unserem persönlichen Leben auch so, wenn wir jemanden Schaden zufügen, dann werden wir dafür zur Rechenschaft gezogen. Erklär mir das. Ich meine, wenn ich wenn ich an deinem Fahrrad vorbeigehe und dabei aus Versehen den Rückspiegel, ich weiß nicht, ob du einen hast, aber angenommen, ich breche den Rückspiegel eines Fahrrads ab, dann muss ich dafür haften. Genau. Und das stellt niemand in Frage, so weil das einfach nur logisch und gerecht ist. Ja. Betreibe ich aber eine Firma, die das Klima schädigt und verdiene damit viel Geld, mache Profit, muss ich aber nicht für den gesellschaftlichen Schaden haften. Wie kann denn das sein? Das ist doch auch das Gegenteil von Marktwirtschaft. Ja, es ist nicht nur das Gegenteil von Marktwirtschaft, es ist auch das Gegenteil von Gerechtigkeit. Und deswegen war es überfällig, dass die Gerichte jetzt tatsächlich die Verantwortung auch denjenigen zuschieben,
die auch verantwortlich sind. Und ich bin mir sicher, es wird viele, viele solche Urteile geben, weil es kann nicht angehen, dass einige wenige zu Lasten des Großteils der Bevölkerung, der Weltbevölkerung, ihr Geschäft machen. Ne? Und wenn sich das erstmal durchgesetzt hat, und jetzt komme ich wieder zu meinem Optimismus, ja, wenn sich das einmal durchgesetzt hat, dann kann es auch rasend schnell gehen beim Klimaschutz, weil dann ist nämlich der Anreiz weg, sozusagen dieses alte Geschäftsmodell noch weiter zu betreiben. Und man kann dann vielleicht sogar höhere Profite mit einem nachhaltigen genau, Geschäftsmodell so machen. Genau, so ist es. Darauf setze ich eben. Und dann entwickelt die Marktwirtschaft eine Dynamik pro ja. Klimaschutz. Obwohl sie das nicht will, aber einfach, ja. weil das eine immanente Wirkmechanik des Kapitalismus genau. ist. Womit ich mehr Kohle machen kann, das ja. setze ich durch. Also Fazit. Mujib Latif sagt, vielleicht erleben wir auch andere Kipppunkte. Also nicht nur die, die in der Naturwissenschaft diskutiert werden, sondern gesellschaftliche Kipppunkte. Kipppunkte, an denen sich die Zivilgesellschaft komplett verändert. An denen zum Beispiel Gerichte den Leuten die Verantwortung zuweisen, die den Klimawandel eben mit verursacht haben. Und die dann rechtlich verbindlich einfordern, gegen die Klimakrise vorzugehen. Und deswegen möchte Mujib auch unbedingt weiter optimistisch in die Zukunft schauen. Es gibt so viele positive Aspekte von Klimaschutz. Er ist Innovationsmotor. Ich bin jetzt zum Beispiel mit dem Fahrrad gekommen. Natürlich ist es nicht so weit, weiß ich nicht, vielleicht 10 Kilometer oder so. Aber ich meine, klar schütze ich die Umwelt. Aber ich tue darauf, dass mein Körper, für mein Body irgendwie. Das ist so schräg. Hättest du dich heute Morgen, bevor wir uns hier getroffen haben, ins Auto gesetzt, hättest das vollgetankt, hättest dann im Stau gestanden, dann wäre das Wirtschaftswachstum. Du hast dich aufs Fahrrad gesetzt und bist ohne Stau hierher gefahren und ja. hast sogar noch Geld für das Gesundheitssystem gespart, weil du dich fit hältst. Ja. Das ist kein Wirtschaftswachstum. Ja. Messen wir die völlig falschen Sachen? Genau, wir messen die falschen Sachen und ich glaube, wir haben eine schräge Definition von Wachstum. Wir müssen einfach noch mehr Parameter, mehr Indikatoren in den Wachstumsbegriff einbringen, wie zum Beispiel Gesundheit, Zufriedenheit und solche Geschichten. Ja. Wie in Bhutan das Bruttoglücksprodukt vielleicht ja, genau. reinschreiben und nicht das Bruttoinlandsprodukt. Genau. Ich ja. habe zum Abschluss, ich weiß, du musst es immer machen und auch ich möchte dich nicht ohne das entlassen. Gib uns einmal das schlechte Laune-Szenario und einmal das gute Laune-Szenario für, sagen wir mal, damit wir das auch noch in unserem eigenen Lebenshorizont haben können, sagen wir mal in so 30, 40 Jahren. Was wäre Worst Case und was ist Best Case aus Sicht eines Klimaforschers? Na, Worst Case wäre, ich will das gar nicht in Klimadimension messen, Worst Case wäre tatsächlich, dass die Welt im Chaos versinkt. Und ich beziehe das wirklich nicht nur auf Klima, sondern auf Demokratie, Freiheit, Menschenrechte und so weiter. Weil das alles miteinander zusammenhängt, ja. Und der Best Case wäre natürlich, dass wir also die Lobbyinteressen überwinden, das Gemeinwohl wirklich oder der Gedanke des Gemeinwohls Platz greift und dass es letzten Endes eine weltweite Demokratiebewegung gibt, dass es zum Beispiel auch keine politischen Gefangenen mehr gibt, dass die Menschenrechte überall eingehalten werden, dass das Lieferkettengesetz zum Beispiel auch den Namen verdient, den es jetzt trägt, all diese Geschichten, das wäre sozusagen der Best Case. Okay, und wenn ich mir jetzt, wenn ich die Wahl habe zwischen diesen beiden Cases, die Welt versinkt im Chaos oder die Welt wird ein gerechterer, besserer Ort, da fällt die Wahl wirklich leicht. Kann man vielleicht nochmal den alten Spruch zitieren, wir haben ja die Erde, die gehört uns nicht, sondern wir haben sie nur von den folgenden Generationen geborgt. Mujib, ganz toll, dass du da warst, wie immer inspirierend. Und wie immer bei schwierigen Fragen haben wir jetzt kein einfaches Ergebnis. Wir können jetzt nicht nach Hause gehen und sagen, wir machen das und dann wird alles gut, sondern wir müssen uns jeden Tag jeder weiter anstrengen, oder? Ja, genau so ist es. Wie mit so vielen Errungenschaften muss man das immer wieder erarbeiten. Ja, wenn wir also einen lebenswerten Planeten erhalten wollen, müssen wir daran arbeiten. Wenn wir die Demokratie, Freiheit erhalten wollen, müssen wir auch daran arbeiten. Dann hoffe ich, dass du nicht aufgibst, obwohl so viele Jahre, so viele Jahrzehnte dir erstmal keiner zugehört hat. Du jetzt beschimpfst wirst, aber dafür gibt es auch viele andere, die Wert darauf legen, was du sagst. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Also was soll ich sagen? Es wird nicht leicht. Aber ein Gespräch mit Mujib Latif, dem Leiter der Forschungseinheit Maritime Meteorologie am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Und ich hatte es ja vorhin am Anfang schon gesagt, er ist auch Vorsitzender des Deutschen Klimakonsortiums. Also dieses Gespräch mit Mujib hat mir mal wieder klar gemacht, Optimismus ist Pflicht. Sage ich nochmal, weil es so wichtig ist, Optimismus ist Pflicht. Wir können etwas tun. Wir können das Schlimmste noch verhindern. Aber dazu müsste sich die Menschheit mal aufraffen, gemeinsam und zwar schnell zu handeln. Corona hat gezeigt, das geht doch, wenn es drauf ankommt. Wenn die Menschen wirklich wollen,
dann wird wollen zu können. Das war der Terex Podcast für heute. Empfehlt uns weiter. Schickt diesen Podcast an die, die sich Sorgen um die Zukunft machen und vielleicht noch wichtiger, an die, die sich bisher keine Sorgen gemacht haben. Diesen Podcast könnt ihr überall hören, wo es gute Podcasts gibt und natürlich auch in der ZDF Mediathek. Da findet ihr außerdem die Skripte zu unseren Folgen. Wir freuen uns über eure Kommentare und eure Bewertungen. Die helfen uns nämlich dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und diesen Podcast weiterzuentwickeln. Das Ganze ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF. Ich bin Dirk Steffens und bitte bleibt fasziniert.